Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder heiß her hier im Feuertempel und ich trinke auch erstmal einen heißen Schluck Kaffee. Damit ich hier ins Spielgeschehen reinkomme. So, ja, es ist wieder einige Tage her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Deswegen, ich bin nicht mehr ganz so drin aktuell. Aber ich denke trotzdem, wir werden das hier meistern. Denn wir haben das Zeug aktuell, um hier den Dungeon abzuschließen. Boss zu besiegen und komplett zu machen. Okay. Als erstes mogeln wir uns mal hier durch. Ja, war mir schon klar, dass ich jetzt gegen die Feuerwand renne. Und da können wir direkt den letzten Schlüssel aktivieren. Aua. So, okay, cool. Ja, Schlüssel müssten wir alle haben, ne? Das müsste der letzte gewesen sein. Hallo. Ja, da müssen wir erst die Tür aufmachen. Das können wir theoretisch aber irgendwie von hier machen, ne? Ich glaube, man muss hier, glaube ich, wenn ich nur einen Block der Zeit oder so aktivieren. Ja. Warte mal. So, ich glaube, da kommen wir dann direkt hoch. Oder? Irre ich mich? Genau. Einfach mal für ein bisschen Ruhe sorgen. Ah, Stille, silent. Okay. So. Und den Hammer haben wir ja auch schon eine lange Zeit. So, rein damit. Hey Kumpel, viel Spaß in der Freiheit. Ja, hier leider nichts in der Schatzkiste drin. Schade. Naja. Bisschen Knete. So. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Ach, macht das Spaß, ey. Die Mucke. Ah, da müssen wir auch noch hin. Warte mal, ich komme doch. Aber ich komme so da oben wieder raus, oder? Durch die Tür. Dann. Theoretisch. Ich hoffe es. So, hier nochmal kurz auschecken. Wie muss ich laufen? Einfach hier und dann gerade durch, oder? Ja. Ba, 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 ba. So, das ist doch alles kein Problem. Das hauen wir mal weg hier. Und dann müssen wir hier sogar noch eine Bombe legen. Also die warten hier ganz viel von uns. Hohe Kunst der Technik ist das. Und dann kriegen wir jetzt erstmal wieder unseren Freund zu spüren. Den Fire Dancer. Hallo. Boah. Ba, 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 ba. Ey. Mann. Ah, der ist so tanky, ne? Das ist unglaublich. Ba, ba, ba. Wenn man schon dieses Schwert hat, könnte man das auch irgendwie schneller machen. Aber naja. Zack. Alter, das ist der Wahnsinn. Dö, dö. Und tschüss, wollte ich sagen. Aber er bleibt noch ein bisschen für Kaffee. So. Das war's aber. So, aber es geht hier auch nach oben, oder? Geht's hier nicht nach oben? Ja, und ist hier nicht auch irgendwas unten drunter? Ne, das war Master Quest, ne?
Achso, das war nur die Tür, wo ich reingekommen bin, ne? Ja. War das Master Quest, wo der Schlüssel hier unten lag? Ich glaube schon. Ja, ich bin, glaube ich... Nein! Ich dachte gerade, ich muss nochmal aktivieren. Ach Mann. Yay. Man liebt's. Hallo, Kumpel. So, ich bleib jetzt drauf stehen, ja? Da, da, da. So, wo kommen wir denn jetzt noch hin? Ach ja. Ja. Easy peasy hier alles. Dam, dam. Kommt hier irgendwas runter? War auch Master Quest, ne? So, wir machen uns hier auch keinen Stress. So macht man das ganz einfach. Ohne, dass ich mir die Arschbacken verbrennen muss. So, und dann... Genau, jetzt kommt hier nochmal der Egelpart. Das ist doch aber Rückweg, oder? So, kann man das hier... Da muss ich echt hochrennen, ne? Ja, ich glaube schon. Ah, ist auch wieder eine normale Schatzkiste nur. So, das ist schon echt eklig hier. Aber, ja, gut, haben wir gut geschafft. So, rein da in die Schatzkiste. Auch wenn es nur eine Rote Potion ist. Wir nehmen es natürlich trotzdem mit. So, Scooty haben wir hier auch nicht mehr. Ich hoffe halt wenigstens, dass wir... Hallo? Boah! Was ist das denn? Kumpel! Du musst doch sterben. So, ja, dann hätten wir das auch. Hier war, glaube ich, normalerweise der Boss-Key, richtig? Nee, der Boss-Key war hier nicht drin. Der Boss-Key war normalerweise ganz unten. Ich glaube, normalerweise hatten wir hier noch einen Schlüssel, ne? Oder sowas. Irgendwas hatten wir. Und es knisselt aktuell so ein bisschen im Ton. Ich hoffe, das hört man nicht so. Da muss ich nochmal ran. Aktuell so ein leichtes Kratzen, Knisseln. Whatever. Wow, ich lasse mich heute von allen treffen mal wieder. Wahnsinn. Dum, dum, dum. So, zack. So, und reiner. Okay. Genau, jetzt machen wir den Shortcut, ne? Das war jetzt quasi hier immer hoch können. Genau. Hier machen wir eine Tür auf und wir müssen da in die Tür noch rein, genau. Ansonsten jagen wir das Ding hier noch runter. Ich glaube, das mache ich gleich, falls ich doch irgendwie verkacken sollte, irgendwas. So, ich guck mal ganz kurz auf die Map. Wir haben alle Scooties schon. Sehr, sehr schön, da freue ich mich. Ihr hattet auch erwähnt, wir müssen nochmal in den Brunnen rein. Was war denn jetzt hier drin eigentlich? Ach so, ja. Okay. Gut, dann gehen wir da jetzt gleich weg. Und hier... Komme ich da jetzt schon hin eigentlich? Ja, nee. Hä? Hier komme ich durch, ne? Ja. Okay. Und da die letzte Truhe. Oh, die ist nochmal was Wichtiges. Sehr schön. Komm schon. Gib mir was Gutes, Baby. Ah, ja. Die goldenen Handschuhe. Das heißt, wir können jetzt auch bei Ganon da das Ding noch weghieven. Und wir können auch in Ganons Schloss optimal jetzt alles wegmachen. Das heißt, wir haben jetzt das letzte Item für Ganons Schloss.
damit wir das Siegel brechen können. Geilo. Ich freu mich. Aua. So, jetzt jumpen wir hier einmal runter und dann ist Boss-Time, Leute. Nice. So, ich gehe nochmal kurz durch alle Etagen. Aber wir haben alles. Alle Schatzkisten sind eingesackt, alle Skulltis sind gehandelt. Wir können den Boss machen. Sehr schön, ich freue mich. Ja. Falsche Richtung. So, ich nehme mir, glaube ich, noch ein paar Pfeile dazu. 75 Skulltis haben wir eingesackt. Spiegelschild wäre mal noch ganz geil. Weil da können wir auch nochmal eine ganze Ecke machen. Okay. Wir gehen erstmal rein. Achso, stimmt ja. Die sind ja gechanged. Das ist Dodongo. Lol. Aber wir kriegen Schlüssel. Für den Waldtempel. Sehr schön. Fehlt aber immer noch einer. Und auch der Boss-Key fehlt da noch. Hier, was ist das? Guck mal. Was sind das denn für hässliche schwarze Streifen da? Links und rechts. Das sieht komisch aus. Okay, Dodongo Dongo. King Dodongo Dongo. Bam. Warum mach ich den jetzt einen One-Hit? Trotzdem kein One-Hit. Ich hab so ein Knistern auf dem Kopf. Das gefällt mir nicht. Auf den Ohren. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber ich denke schon. Weiß ich nicht, ob man das hört. Was? Talisman Tiger 2? Was war das denn für ein Spiel? Okay, wir kriegen wieder zwei Items. Das ist einmal das Wüstenamulett. Spirit von Fire Temple. So, ich habe das übrigens mal nachgetragen. So, und ja. Rein da. Da ist es. Das Spirit-Medaillon. Fabelhaft. Gut, wir haben einen weiteren Dungeon abgeschlossen, Leute. Das haben wir jetzt in relativ kurzer Zeit geschafft. Schön. Wir haben noch 7 Minuten. Mal gucken, was ich hier noch so auf dem Plan stehen habe. Also wir könnten jetzt theoretisch nochmal in den Brunnen rein. Wir könnten das mit den Eiern machen. Wir könnten in den Snowhead-Tempel. Da würde ich aber vielleicht noch warten, bis wir die Maske haben. Damit wir die Feen leichter einsammeln können. Können wir machen, müssen wir nicht. Oder der Wassertempel könnten wir komplett machen aus Majora's Mask. Aber wir können auch nochmal in den Geistertempel rein und können den soweit machen, bis wir das Spiegelschild brauchen. Ich glaube, das wäre jetzt auch meine erste Wahl, wenn ich ehrlich bin. Geistertempel zu machen. Ja. Ich glaube, da würde ich jetzt erstmal reingehen in den Geistertempel. A runter A, rechts runter A. Bam, ba, ba, bam, bam, bam. Gut. Ja, das Auge der Wahrheit ist auch noch so ein Ding, ne? Das bräuchte man auch mal theoretisch. Obwohl, warte mal. Wollen wir. Komm, wir hieven mal schnell den Block weg. Wir gehen nochmal schnell zu Ganon rein. Ne, warte mal. So. Mit der Kantate des Lichts? Prälude. Prelude of Light. Ist das die Kantate des Lichts? Ja, ne? Ich glaube schon. Au! Stimmt ja. Wir haben... Ah, das heißt, wir könnten jetzt auch gar nicht ins Schloss, richtig? Weil wir haben ja jetzt... Stimmt, wir haben ja jetzt die 2 Medaillons. Ich glaube... Oder check... Wie war das? Ihr hattet ja schon mal eine Unterhaltung.
Checkt ihr jetzt alle Medaillons oder checkt ihr nur, checkt ihr nur Schatten und Spirit Medaillon dafür ab? Ist gerade nice to know. Wir gucken mal, ob wir reinkommen. Alle Medaillons haben wir noch nicht, aber... Ne, der checkt alle ab. Okay. Gut. Trotzdem triggert der für Lichtpfeile. Lichtpfeile haben wir jetzt theoretisch bekommen gehabt. So, dann schauen wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Ich habe gerade gar keine Idee, was dahinter sein könnte. Ist da einfach noch eine Fee hinter? Ach komm, ein Gronshop mit zwei Schlüsseln, einer Maske. Ei, cool. Ah, nicht schöne Musik, ne? Ich liebe ja die Musik. So, ja, 30 Rubine, easy. Nehmen wir mit. So, was können wir damit machen? Maske des Zirkusleiters. Ich glaube, damit kann man nur bei denen irgendwas kaufen, oder? Bei den zwei Gorman-Brüdern. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Oder? Erzählt mal, falls ich da mich irre. Ich glaube, da kann man einfach nur hingehen und kann sich irgendwas kaufen. So. Achso. Schattentempel. Boah, zweimal Schattentempel. Haben wir dann alle? Ja. Dann können wir einen Schattentempel machen, Leute. Aber da fehlt mir jetzt ein bisschen Geld. Ja, kacke. Nee, doch. Genau, 100 Rubine fehlen mir. Ich glaube, die würde ich mal eben farmen. Und das goldene Skulltula-Token nehmen wir dann auch noch mit. Ja. Ja, easy. Machen wir auf jeden Fall. Weil dann machen wir erst einen Schattentempel. Weil den können wir komplett machen dann. Und vielleicht bekommen wir da noch ein bestimmtes Item, womit wir dann den Geistertempel machen können. Beziehungsweise auch den Boss vom Deku-Tempel. Also Deku-Baum. Wäre jetzt so mein Guess. So, jetzt ist das Kriechseln auf dem Ohr wieder weg. Vielleicht war das nur die Musik. Vielleicht war das nur die Musik vom Feuertempel. Nur die Frage ist, wo... Ich glaube, Schattentempel einfach. Schattentempel ist easy, Geld farmen. So, links, rechts, rechts, links, rechts, runter. Bam, 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 bam. Ja, 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 ja. Klingt für mich nach einem guten Plan. Leute, wir sammeln mal kurz 200 Rubine. Holen uns die Skulltee und den Schlüssel noch. Tschüss. Und... Ach, das war als Kind, ne? Ja, das war ja als Kind, das mit dem Geldfarm. Habe ich wieder vergessen gehabt. Stimmt, ich muss als Huhn das Kind nehmen. Ach, wisst ihr was? Ich skippe mal kurz und wir sehen uns gleich wieder, okay? Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Hab mal kurz 200 Rubine gefarmt. Ja, hab mich mal schnell klein gemacht. Hab halt das Huhn da viermal reingeschmissen. Und hab jeweils 50 Rubine von Anju bekommen. Und dann war die Sache auch geritzt. Aber das, ja, musstet ihr euch ja jetzt nicht mit angucken, ne? So. Goldene Skulltula. Zack. Und der Schlüssel für den Schattentempel. Geil, damit haben wir nämlich auch alle. Für den Schattentempel. So. Und sind hier fertig. Und dann würde ich sagen, geht's mal direkt wieder in den Schattentempel. So. Ja. Leute. Geil. Freue ich mich. Dann können wir den Schattentempel jetzt auch completen. Ja, ich sag mal so, Ocarina of Time läuft ziemlich gut, ne? Wir kommen hier Stück für Stück immer weiter voran. Ich hoffe, dass wir den jetzt auch komplett hinbekommen. Aber theoretisch haben wir alles. Also wir haben wirklich alles. Alles, alles, alles. So. Drei Schlüssel noch offen. Diesmal haben wir auch die Schuhe, müssen uns nicht da so reinsprengen.
Geil. Ich guck mal kurz auf die Karte. So, hier haben wir schon alles erledigt. Da gibt es noch einen Raum. Und hier haben wir noch sehr viel zu holen. Inklusive, ich glaube, einiger Skulltulas. Die Frage ist jetzt, ich muss, glaube ich, den langen Weg gehen, ne? Weil hier geht's nur. Ne, drüben war der Weg. Genau, drüben war der Weg, den, der schon fertig ist. Hier muss ich lang. Okay, na dann, Feuer frei. So, ich weiß, das haben wir auch alles schon mal gesehen gehabt. Aua. Aber ich würde auch sagen, wir machen hier den Part jetzt Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir den Schattentempel fertig. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Mal wieder ein Tempel abgeschlossen in der nächsten Folge. Es geht Stück für Stück immer weiter voran, Leute. Geil. Ich freue mich. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüssi, Leute. Oh Gott. Ah. Das wäre jetzt was gewesen. Oh, hier gibt's auch Knete. Sehr schön. Tschüssi, Leute.